Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den iCrush Adventskalender. Hier drin befindet sich Schmuck. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 149 Euro kostet das Schätzchen, im Presale konnte oder kann man ihn für 139 Euro bekommen und er soll Schmuck im Wert von 700 Euro beinhalten. Ich bin da wirklich gespannt und vor allem bin ich gespannt, ob er gegebenenfalls den ein oder anderen sehr, sehr hochpreisigen anderen Adventskalender vom Trönchen stoßen kann. Ich weiß nicht, wie ich das sagen möchte. Auf jeden Fall kann man das hier öffnen. Das ist hier magnetisch. Und dann haben wir hier einen Boxen-Adventskalender. Ich muss gestehen, dass es nicht unbedingt hübsch aussieht. Aber das Allerwichtigste daran ist ja das Wichtigste darin. Also gucken wir einfach mal rein. Okay, wow. Ich finde es nicht besonders hochwertig, dass wenn man die Boxen rauszieht, dass sie oben einfach offen sind. Es hat natürlich irgendwie was für sich, aber ich weiß ja nicht. Ich konnte übrigens wählen zwischen Silbergold und Roségold, glaube ich. Und ich habe mich, soweit ich das jetzt sehen kann, für Gold entschieden. Hier ist das erste Schmuckstück. Es sieht schon ganz besonders aus. Also das ist jetzt nichts, was ich so mir direkt kaufen würde. Man hat da so Sparkles drin. Ich denke, ja, das sind die verschiedenen Sternzeichen, die da abgebildet sind. Die ist auch wirklich schwer. Ich habe euch auch mal eingeblendet, was genau das für ein Material ist, weil ja nur die Farbe im Prinzip Gold ist. Und hier sehen wir dann von Namen die ganzen Sternzeichen. Ist irgendwie ganz schön, wenn man auch so ein bisschen astrologisch angehaucht ist und da auf solche Sachen auch wo Bock hat, ne? Ich meine, es ist schon sehr klobig, muss ich gestehen. Wenn ich die so ummachen würde, würde sie mir auch recht hochhängen. Ja. Ist aber ganz cool, weil du die Produkte dann direkt in ihren Aufbewahrungsschächtelchen lassen könntest, oder? Okay, wir haben ja, glaube ich, schon die zweite Kette drin, in der Nummer 2. Das ist diese hier und das ist so eine doppelte Kette. Das scheint eine kurze Kette zu sein, die ist nicht besonders lang. Und hier hast du dann halt so Glieder mit dran und das fühlt sich wirklich sehr, sehr schwer an. Das hat sich alles gerade hardcore gereimt, tut mir leid. Das ist wirklich eine gute Qualität, jedenfalls fühlt sich das so an und da ich die Marke halt echt nicht kenne, war ich auch etwas skeptisch, als ich mir den Kalender bestellt habe. Bin ich ehrlich, weil es ja auch andere Adventskalender gibt, die zum Beispiel Paul Valentine oder so, die auch sehr hochpreisig sind, aber dafür kennt man die Marke halt. Hier ist es halt wirklich so nach dem Motto, ich kaufe die Katze so ein bisschen im Sack, ne? Und ich war halt sehr gespannt, was dann letztendlich bei mir ankommt, aber das gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Bei der ersten Kette muss ich sagen, naja, schon sehr außergewöhnlich. Die Nummer 3, weiß ich noch nicht genau, was das ist. Sieht mir vielleicht so ein bisschen nach einem Earcuff aus. Oder ein Ohrring? Es ist ein Ohrring. Nein. Ist da was verloren gegangen? Ja. Ich wollte schon sagen, es lag jetzt auf der 8 drauf. Ne? Das ist halt, wenn die Sachen verschlossen sind. Ne, es ist ein bisschen schwierig. Und zwar sind das so Ohrringe, die man halt komplett zuschließt. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. So Reinklapp-Ohrringe halt. Und ja, da ist einfach unten dann so ein Plättchen dran. Ich denke, dass das sehr, sehr gut passen wird, wenn man so eine Plättchenkette hat, die ja auch so innen sind. Und dann kann ich mir das wirklich auch gut bei mir vorstellen. Ich habe halt relativ voluminöse Ohrläppchen. Wenn ich das mal so sagen darf, meine Ohren sind halt einfach groß. Und dann sind meine Ohrläppchen auch dementsprechend groß. Das heißt, ich habe sehr, sehr häufig bei solchen Klappohrringen, das ist halt so und dann wird das Ohrläppchen da reingeklappt, habe ich das Problem, dass das mir hier unten dann wirklich irgendwann wehtut. Ne? Also ich habe keine kleinen Ohrläppchen. Meine Ohren sind echt groß, Leute. Aber ich finde sie schön vom Design her. Die Nummer 4 ist passend dazu. Und es sieht mir nach einem Armbändchen aus. Da haben wir auch so ein Plättchen dran und eine etwas größere Gliederkette. Also das sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus. Ich finde es auch wirklich edel, dass es hier immer in diesem schwarzen Ding drin ist, ne? So, kann man sich natürlich größentechnisch auch anpassen. Sie sieht aber wirklich nicht groß aus, ne? Ich muss mal gucken, ob mir das überhaupt passen würde. Denn auch meine Arme sind nicht klein. Denn ich bin ja allgemein nicht klein. Doch, also ich würde es, ne, ich würde es umkriegen und so viel Platz wäre da noch. Also das wäre halt ganz genau passend bei mir. Da darf auch nichts groß mehr sein, weil ansonsten das passt schon zu eng.
aber es passt. Am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, haben wir dieses Ding drin. Und das sieht mir jetzt aber wirklich nach einem Irrkauf aus, oder? Ja, das ist ein Irrkauf. Wie zeige ich euch das jetzt am besten, Leute? So vielleicht. So schaut er aus. Und ich meine, ich habe Gold bestellt und ich habe halt auch wirklich Gold bekommen und das finde ich cool. Und solche Earcuffs, die mag ich auch mittlerweile immer lieber. Ich muss halt aufpassen, wenn ich offene Haare habe, kann ich es nicht tragen. Aber wenn ich halt einen Zopf habe oder so, kann ich mir die schön dran machen. Und es gefällt mir tatsächlich. Und jetzt habe ich halt auch einen goldenen Earcuff. Und das heißt, wenn ich dann goldene Ohrringe und goldenen Schmuck trage, kann ich auch den Earcuff dazu tragen. Das ist cool. Dieser Adventskalender ist ziemlich doof aufzumachen. Also ich denke, wenn man ihn im Advent öffnet, es fällt halt ständig runter, du hast halt keine Öffnung nach oben. Irgendwie ist es echt blöd gemacht, ganz ehrlich. Da hätten die lieber schöne Boxen nehmen können. Natürlich ist es schön, dass man hier halt diese Auslagenoptik hat, aber es ist unpraktisch, sagen wir es mal so. Okay, hier habe ich jetzt etwas drin, neben einem Silikabeutelchen und so. Das ist so ein Case. Ich weiß nicht, ob das befüllt ist. Das habe ich noch nicht mal richtig rumgehalten, ne? So rum wäre es jetzt richtig gewesen. Genau. Es sieht aber relativ schön aus. Also das ist ein schönes Schmuckkästchen. Da kann ich mir vorstellen, dass ich meinen neuen... Ja, guck mal, da kannst du sogar richtig viele Sachen reinmachen. Weil man öffnet es und dann hast du hier halt so ein... Puffelkram und hier hast du ein kleines Täschchen, wo ich dann die Earcuffs und Ohrringe und so reinmachen könnte. Also das ist schon eine kleine süße Tasche. Die gefällt mir. Die finde ich sogar richtig, richtig praktisch. In der Nummer 7 haben wir tatsächlich wieder eine Kette. Also es ist richtig, richtig krass, was wir hier drin bekommen. Ne? Das ist so eine Kette und ja, die finde ich schön. Das ist auch wieder so eine doppellagige und dann hast du da einzelne Punkte drin, einzelne Abgliederungen. Mag ich gerne leiden. Und das ist eine etwas kürzere Kette, wenn ich das hier richtig sehe. Das hat sich hier etwas verbamselt. Aber ne, das ist ja, ich mag sowas. Genau. Ja, das ist jetzt hier hinten so durcheinander, weil halt hier an der Seite dieses Anhängerviech hier dran ist. Aber es ist schon schön. Die Nummer 8 ist tatsächlich das dazu passende Armband. Das sieht richtig schön aus. Also da hat man sich echt was überlegt, oder? Vor allem, dass es dann auch so aufeinander folgend ist. Mag ich gerne. Doch. In der Nummer 9 haben wir etwas drin, was ich jetzt nicht so unbedingt vermutet hätte, aber als Abwechslung mal ganz nett finde. Und zwar sind das so Lesezeichen. Ja, ne? Das ist Füllmaterial, das wissen wir alle. Einmal so ein ganz schlecht schwarzes, hier hinten steht drauf, Get Your Crush Love. Dann haben wir hier so ein etwas weihnachtlicheres Motiv. Das ist so magnetisch, ne? Das kannst du so über die Seiten drüber machen und dann hält das. Dann haben wir einen Nikolaus. Das ist schon ganz süß, ja. Werde ich auch weiter verschenken. Und dann haben wir einen Tannenbaum. Oder auch Tannenbaum. Ich komme aus einer Region, da sagt man Tannenbaum. Die Nummer 10 verwirrt mich jetzt etwas, weil da haben wir schon wieder so ein Kettchen drin. Ist es jetzt doppelt hier drin? Oder ist es ein Armbändchen und das andere ist ein Fußkettchen? Das ist eine gute Frage jetzt, ne? Ja, die sind unterschiedlich lang. Deswegen denke ich, dass das hier das Fußkettchen ist, was wir jetzt gerade in dem Dings drin haben. Und hier haben wir das Armbändchen. Weil, wenn man das hier so rumlegt, sieht man, wie viel länger unterschiedlich das ist. Das eine ist ganz straff drum gemacht und das andere ist ein bisschen länger, ne? Deswegen denke ich, dass wir einmal Fußkettchen und einmal Armkettchen haben. Das finde ich schon wieder schön. Dann hast du wirklich so ein komplettes Gedöns, ne? Dass du Kette, Armkettchen, Fußkettchen, alles in derselben Optik, das ist irgendwie überlegt. In der Nummer 11 haben wir unsere nächste Kette und die hat einfach so einen schlichten Kreis unten dran. So schaut das aus. Und das mag ich leiden. Das ist hübsch, ne? Sowas etwas schlichter mal, das mag ich auch. Ich meine, das ist jetzt bis auf die 1, ne? Wo wir ja dieses Sternzeichen-Gedöns drin hatten. Es ist alles hier wirklich sehr tragbar, sehr schlicht, sehr, ich weiß nicht, sehr gefällig, ne? Das ist auch eine etwas kürzere Kette, sehe ich hier hinten tatsächlich auch. Also so eine halblange mehr oder weniger. Genau. Die Nummer 12 ist wieder richtig groß. Und hier haben wir so ein Täschchen drin.
Ich weiß nicht, ob es das Täschchen ist, was jetzt in der Zahl drin ist. Nein! Nein! Wir haben jetzt Scrunchie hier drin. Yay! Ja, es ist wenigstens ein schönes Weinrot, ne? Und so samtig. Naja, und so sieht das Täschchen aus. Das Täschchen finde ich persönlich irgendwie, für mich persönlich, ganz persönlich brauchbarer. Nach der Halbzeit in der Nummer 12 geht es nun weiter mit der Nummer 13 und da haben wir wieder eine etwas mehr ins Statement gehende Kette, denn hier haben wir auf diesem Plättchen drauf einen Pfeil. Was auch immer man interpretativ in diesen Pfeil rein interpretieren möchte. Schaue zum Himmel, folge deinen Gedanken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier eine etwas breitgliedrigere, auch eben wieder halblange Kette drin, die ich aber ja schon speziell finde. Ne? Sie ist sehr, sehr schwer. Gerade dieses Plättchen hier vorne dran ist eine richtige Platte. Die ist echt dick. Naja, nicht ganz mein Stil, aber hat was. In der Nummer 14 haben wir dazu passende Ohrringe, die ich persönlich recht schön finde. Die sind nicht ganz so ultra schlicht, aber auch nicht so mega auffällig. Das sind auch wieder so Klipseviecher und da unten dran hängen so rechteckige Plättchen, die so Glitzersteinchen drin haben. Nein, es sind keine Klipsenohrringe, es sind Ohrringe, die du reinstecken kannst mit einem Stecker. Das finde ich sehr positiv und ja, die sehen auch ordentlich groß aus. Ne? Das wird meinem Ohrläppchen nicht wehtun. Die Nummer 15 finde ich richtig schön. Und zwar haben wir hier Ohrringe mit vierblättrigen Kleeblättern. Das mag ich ja leiden. Das finde ich richtig schön. Okay. Das hier sind aber leider wieder solche Reinklipp-Ohrringe. Mist. Hätten die besser diese hier mit dem Stecker machen können, oder? Jedenfalls für mich. Muss das so? Da oben? Das ist ja recht komisch zusammengepresst, ne? Muss das so mit meinen Nägeln, dass sie so schäbig aussehen? Ja, es ist Wochenende. Ich mache mir bald wieder neue Nägel. In der Nummer 16 haben wir das passende Armband zu der Kette, die wir eben schon mal hatten. Und zwar ist auch das wieder mit einem Kreis. Die Nummer 17 läutet die Woche vor Weihnachten, nein, doch vor Weihnachten, ne, vor Heiligabend ein. Und hier scheinen wir ein Irrkaff drin zu haben. So ein bisschen verdrehter und platt gedrückt, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ich nehme ihn mal etwas raus, hänge den mal oben rein, dass ihr den auch ein bisschen besser sehen könnt. Sieht schon sehr, sehr interessant von seinem Muster aus, ne? Aber irgendwie cool. Ich hatte das, glaube ich, auch auf der Homepage gesehen und dachte, dass das ein Armreif wäre. Also entweder kriegen wir noch einen Armreif, der so aussieht, bei den Produkten, die drin sein können, ne? War das nämlich mit abgebildet. Ich dachte aber, dass das ein Armreif wäre und hatte ein bisschen Angst, weil sowas kriege ich immer schwer rum. Hier haben wir die Nummer 18, die beinhaltet hier so einen Anstecker. Puh, ja, Füllmaterial, ne? Hier steht Love drauf. Aber Leute, wisst ihr, was ich mit solchen Ansteckern mache? Man sieht diesen Pinguin, der hier ein bisschen schräg abhängt. Er bekommt jetzt Gesellschaft. Ich weiß noch nicht, ob ich das so cool finde, aber ich lasse es jetzt erstmal an meiner Mütze. Denn hier mache ich normalerweise, wenn ich so Anstecker oder sowas habe, diese Anstecker rein. Das ist jetzt aber eine zum Ranklipsen. Wo macht man sowas denn sonst hin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall steht jetzt Love bei mir an der Mütze. Die Nummer 19 beinhaltet auch wieder eine Statement-Kette. Und hier haben wir ein allsehendes Auge. Auch nicht jedermanns Stil, finde ich. Aber irgendwie so ein bisschen orientalisch. Und diese Plättchen sind super schwer, die da vorne dran sind. Das, huch, das ist ein Silikabeutel mit bei. Ist auch wieder so eine halblange Kette. Also schon eine angenehme Kettenlänge. Ne? Es ist nicht so super eng, dass man halt gefühlt keine Luft mehr bekommt. Aber es ist auch nicht so super lang, dass man halt als kleiner Mensch denken würde, oje, oje, ich glaube, ich kann damit meine Füße kitzeln. Herzlich willkommen im 20er-Bereich und hier haben wir mega geil die dazu passende Kette zu den Ohrringen, die wir eben schon hatten, mit dem vierblättrigen Kleeblatt. Die finde ich schön. Die finde ich richtig schön. Und ich finde es einfach so, so geil, dass es so schwer ist, ne? Hier haben wir die Nummer 21 und das sind ja Produkte, die ich ja total scharf finde. Nicht? Ja. Zwei Haartools. Yay! Einmal haben wir hier eine viel zu große Haarklammer. Oh mein Gott, ist die riesig.
Aber die ist schon sehr schwer auch wieder, ne? Die ist krass drauf, ey. Blinky, Blinky, Heidi-Tai, also uiuiui. Des Weiteren befindet sich in der Nummer 21 eine minimal auffällige Haarklammer. Auch die, ja, ne, Blinky, Blinky, rastet aus. Ist aber auch total in, also von daher beschwere ich mich nicht. Super schwer, fühlt sich alles sehr, sehr wertig an, also von daher, ne? Alles gut. Die Nummer 22, und das finde ich cool, beinhaltet so Kreuzohrringe, die halt wirklich so Richtung Weihnachten gesehen sehr passend sind. Weil wir reden von Weihnachten immer wieder so als sehr kommerzielles Event, aber es ist im Prinzip ein sehr, sehr christliches Event, wo die Geburt Jesu stattgefunden hat. Und deswegen finde ich es cool, dass die hier Kreuzohrringe reingepackt haben. Ich glaube, in sonst keinem Adventskalender hast du irgendetwas kirchlich angehauchtes oder christlich angehauchtes. Ich feiere das gerade. Hier haben wir jetzt den Tag vor Heiligabend, die Nummer 23, und da haben wir einen Engel dran. Oh mein Gott, ist die schön. Ja, es ist auch wieder sehr speziell und nicht jedermanns Sache, aber für mich ist es eine Kette, mit der ich gerade sehr, sehr viel verbinde. So, kommen wir zum letzten, die Nummer 24, und die, das feiere ich. Hier haben wir das Kreuz drin, so den Ohrring, Leute. Das ist richtig weihnachtlich. Es ist total geil. Ich finde das so schön. So, so schön. Ich finde das richtig cool. Also das ist ein Adventskalender, der wirklich einen coolen Inhalt bietet. Sehr abwechslungsreich. Wir haben hier schlichte Produkte drin, aber wir haben hier auch etwas auffälligere Sachen drin. Je nachdem, was für ein Schmucktyp man so ist, wird man hier auf jeden Fall etwas finden, was für einen dabei ist. Ja, ich fühle mich hier gerade wie in der Schmuckauslage bei einem Juwelier, Leute. Weil es ist hier alles voll mit diesen Viechern hier. Ne? Es ist, mein kompletter Tisch ist damit voll. Und ich sehe die Sachen und ich finde sie richtig cool. Also das ist ein tolles, ausgewogenes Verhältnis. Gut, die hätten sich den Scrunchie sparen können. Die hätten sich die Lesezeichen sparen können. Aber ne, die anderen Sachen, es ist halt Schmuck. Auch die Haarschmuckgeschichten, auch der Scrunchie eigentlich. Das ist alles Haarschmuck. Es gehört irgendwie mit dazu. Also für 149 Euro hast du hier wirklich schöne Schmuckteile drin. Man konnte sich, wie gesagt, die Farbe aussuchen, was ich sehr gut finde, weil nicht jeder mag alle Metallfarben, sage ich mal. Und wir haben hier ein wirklich schönes, ausgewogenes Verhältnis an Produkten drin. Ob das wirklich 700 Euro wert ist, keine Ahnung. Habe ich rausgesucht und blende ich euch mal ein. Ich finde aber einfach, dass dieser Adventskalender sich für 149 Euro auf jeden Fall lohnt und eine absolute Alternative zum Paul Valentine's Adventskalender ist. Ja, und das war jetzt mein Unboxing zu dem Adventskalender. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!